bisschen mit. Wie groß sollen die Ecke überhaupt werden? Reicht das so? Warte mal. Oder wollen wir die wieder so ums Eck bauen, mit so einer Hängeschränke? Nee, nicht ums Eck. Also das ist, finde ich, überflüssig hier. Da sollte ja der Ofen noch zwischen. Ja, lass das jetzt hier einfach mal so und bau den, Ofen hier rein. Dann mache ich das wenigstens so, bau den Ofen hier rein. Ja, okay, dann mache ich das wenigstens so. Ja, das kannst du machen, das sieht gut aus. Und dann stellen wir hier an die Seiten die Braukessel hin. Dann machen wir das. Okay? Ja, stellen wir hier an die Seiten den Braustand hin. In der Mitte kommt der Ofen und Wasser müssen wir noch einfüllen. Ja, genau. Noch was oder reicht das als Küche? Das reicht, wenn wir irgendwo, ich weiß nicht, irgendwo noch extra so eine Kiste für Brauelemente. Die können wir hier links reinstellen. Du, ne, du machst da eine kleine Kiste neben diesem Zeug für Utensilien zum Brauen und auf der anderen Seite eine kleine Kiste für die... Also zwei Kisten, eine hier links. Ja. Und eine da rechts. Genau. Und dann bauen wir uns hier noch so einen kleinen Tisch. In die eine Kiste kommen Utensilien, die andere kommen dann die fertigen Tränke. Und dann würde ich sagen, hier so bauen wir uns das Ding hin, ne? Oder wollen wir uns einen freistehenden Zaubertisch bauen hier so? Na, das bringt's ja gar nicht. Wir brauchen ja Bücherregale außenrum. Ja, ich weiß. Dazu ist der Tür zu klein. Ich würde sagen, den bauen wir dann hier so hin, wo ich da drauf schaue. Kannst du mal bei mir schauen. Zwei Kisten basteln, hä? Bauen wir dann hier so hin. Gegenüber? Ja. Aber nee, nicht gegen... Ist das gegenüber? Nee, der ist nebendran. Ah, das sind immer so schlechte Mittel von einem Let's Player, um die Zeit zu um die Stille zu überbrücken. Immer irgendwas machen, irgendwas sagen. So, ja, okay, gut. So, dann würde ich mal sagen, ey, nee. Ja, okay, so. Ich weiß nicht. So, dann versuche ich mich mal hier so einen kleinen Tisch hinzusetzen. Tropenholztisch. Das war so lang wie. Ah, ich bin gleich fertig mit dem Dorf. Uiuiui. So lang wie die Küche ist. Weil noch so ein paar Accessoires da. Erstmals, also wir bauen ja noch nicht nach oben aus, haben wir gesagt, erst später dann. Genau. Es wird Nacht, ne? Noch nie, ja doch schon. Hm. Ja, ich baue das da noch zu Ende. Jetzt egal. Bau du das noch zu Ende. Kannst du da einen schönen Tisch noch bauen? Ja, ja. Bloß ich muss mir noch Tropenholztreppen bauen. Ah, ein Tisch mit den Treppen, ne? Das ist immer gut. So einen umgedrehten Treppentisch. Mach ich gleich mal aus. Einen halben Stack mal ein paar, ne? Jetzt haben wir zwei Stacks Tropenholz drin. Okay? Jo. Haben wir wenigstens welche, wenn wir welche brauchen. Das stimmt. Ja. In der Küche brauchen wir auch eine ordentliche Arbeitsfläche, ne? So, einfach mal dreimal, keine Ahnung. Einmal den halt jetzt mal Pi mal Daumen gebaut. Das muss man halt mal abändern. Schaut der so gut aus? So richtig schön groß? Du wirst dann ja sehen, wenn du runterkommst. Ja, genau. Also der ist ungefähr so lang wie die Küchenzeile. Ja, dann würde ich sagen. Also ein kürzer als die Küchenzeile. So blöd, der schaut irgendwie scheiße aus. Ein kürzer. Machen wir auf der anderen Seite auch ein kürzer, ne? Das ist dir überlassen. So, Küchentisch. Juhu. Schaut gut aus, oder? Fett. Könnten auch ein paar mehr Fackeln jetzt hier brauchen, zum ja, Fenster, wie der hier im Schuppen ist. Ich habe mir schon gedacht. So. Hier
hier drüben, ach ne, daneben hattest du gesagt, wolltest den Braustand machen. Hier, ne? Den Zaubertisch hier, ne? Oder? Aua. Ja. Der ist ja eigentlich so groß wie ein Fenster, ne? Wenn so ein Fach. Vom Prinzip her. Ja, genau. Gut, was wollte ich jetzt mitnehmen? Weiß ich gar nicht mehr. Ah genau, Kohle wollte ich haben. Dankeschön. Diese blöden Türen, ey. What the fuck? So. Ne? Und das soll was sein? Kleine Kommode. So eine Garderobe. Eine Komödie. Und deswegen hatte ich nämlich auch. Wo sind. Hier die, für dich. Ach, die Haken hatte ich jetzt gar nicht mitgenommen, ne? Dankeschön. Nee, das sind nicht mitgenommen. Shit. Die Haken hätte ich jetzt gebrauchen können. Ach so, ja. Und vier Haken oben rüber, weißt du? Oder drei, ja. Ach so, ja, okay. Aber egal. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Egal, das war jetzt eigentlich doof. Eigentlich durch doofen Zufall, dass ich gesagt habe, okay. Einen kleinen Hängeschrank machen wir dann nur drüber. Aus Holz. So. Okay? Jo. Warte mal. Kurz mal eine Frage als Vergleich. Was schaut besser aus? Rechts? Oben oder unten? Schau mal da. Jetzt rechts oder links? Die Hälfte. Mit Treppe oder Normalblöck? Mit Treppe. Okay, gut. Deswegen habe ich. Oh, sorry. Ich ja, danke. Abbauen. Zack. So. Ne? Jo. Würde ich sagen, gehen wir erstmal schlafen. Mhm. Das war hinten mit Schlafzimmer, ne? Okay, du die ganzen Hütte. Jetzt vergisst du schon wieder, wo das Schlafzimmer ist. Gute Nacht. Ich muss im richtigen Leben in, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 5 Haushalte aufs Kessel. Ja, das Mikro, ey. Ja, das Kabel lag gerade unter meiner Hand. Das lag gerade mit Mikro, ey. Immer wieder runterfallen. Alter, klebt das doch mal fest. Klebt doch mal fest, ey. Warte mal, ich bring jetzt mal ordentliches Tesa mit. Der blaue. Hier. Das kannst ankleben und dann passt. So, also Küche ist schon mal fertig. Warum soll ich mir mein Mikro auf mein Sofa kleben? Das ist schwachsinnig. So, brauchen wir noch erstmal irgendwie was hier? Genau. Eine Couch. Warte mal. Wo wollen wir die? Ich würde sagen, hier bauen wir uns, hier baue ich eine Anbauwand hin. Stopp, stopp, bevor du irgendwas machst. Bevor du irgendwas machst. Okay, klar die Anbauwand, oder? Ja, passt. Hauptsache, ich habe meinen Platz für den Zaubertisch. Sonst ja, ja, ich weiß schon, wo dein Zaubertisch hin soll. Dann ist hier gut. Jetzt könnte ich noch ein paar Kolben gebrauchen. Jupp. Das ist eine schön hohe Anbauwand. Eigentlich haben wir so hoch gebaut. Was hältst du davon so? Schau mal. Kurz mal so. Ja, also jetzt gab für mich sieht es nicht so schlecht aus, aber ich zeige das den Zuschauern natürlich gleich noch genau. Ja, ja, kannst du gerne machen. Bist du noch gerade am Abfarmen? Eine richtig schön fette Anbauwand. Okay. Eins ist gerade ein bisschen blöde, dass da das Fenster ist. Okay. Dann machen wir das. Okay, dann kommen wir da an. Okay, dann gehe ich bis da ran. Und da soll ja dann das Regal ran. Okay. Halt. Der muss wieder weg. Der muss wieder weg, okay. Ja, nee, wenn, dann soll es ja ordentlich aussehen, weil du ja so ein Symmetrie-Freak bist. Er hat's gerafft.
Symmetrie ist halt auch sehr wichtig im Leben. Wenn man seinem Spiel. So. Genau deswegen hat unsere Let's Show-Welt so durchschlagenden Erfolg. Hier hinten an der Tür lass ich mal einen frei zur Wand, ne? So eine kleine Ecke. Ja. Kannst du ja mal nachher den Zuschauern zeigen, was ich da gemacht habe, und dann kannst du mal so einen kleinen Kommentar dazu lassen. Aber ich volle Scheiß. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich habe jetzt nur mal erstmal die Form gebaut. Ja, immer wieder ausreden. Also, ne? Ich habe nur die Form gebaut, also nicht sauer sein, wenn es scheiße aussieht. Dö-dö-dö-dö. So, dann springen wir mal hier rüber. Das muss auch noch angebaut werden. Meine Maus ist gerade hier ein bisschen kacke. Die total eingebeult ist gerade. Hallo Sonne. Na, das geht so nicht. So, wartet kurz. Ein bisschen unbequem hier gerade. Ah, okay. Achso. So, schauen wir mal, was der hier macht. Schön groß, sage ich zum Boden. Nein, okay. Soldaten der Pyramide werden. Wie einfach mal sein Maul hält und nichts dazu sagt. Naja, wie soll ich was dazu sagen? Siehst du doch, wie es ausschaut. Ich glaube mal, wenn dir nicht gefallen hätte, hättest du schon mal gesagt. Oder? Das sieht scheiße. Okay. So, wir haben 62 Bücher jetzt. Und wie baut man Bücherregal? Mit Holz und Büchern. Achso. Holz müsste noch hier mit da sein. Nee.